Was geht's, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush for the Fake 89 zurück bei Let's Play Kingdom Hearts 3. Wir befinden uns nun in der finalen Welt der Hauptstory beim Schlüsselschwertfriedhof und haben einen weiteren Kampf gegen tausende von Gegnern auf einmal bestritten. Ich aber schnell musste durch einen dieser Attraktionsattacken, ich weiß nicht. Leider bin ich wirklich kein Fan von diesen. Aber hey, wenigstens haben wir den Gleiter bekommen, den ich schon von vornherein benötigt hätte. Also viel früher benötigt hätte. Es ist schade, dass man den erst jetzt bekommt, weil... es ist wirklich... wahrscheinlich der... der epischste Move überhaupt, um schnell voranzukommen. Naja, was soll's. Okay, jetzt wo wir das hinter uns haben... Nochmal hier weiter. Öffnen die erste von 6 Truhen und das ist natürlich die Karte. Leider scheint die Welt nicht besonders groß zu sein, weshalb es nur so wenige Schätze gibt. Und es gibt auch keine Glückssymbole, also wird das hier Endgame sein. Aber das wäre dann schade, wenn es hier nur so kurz wäre. Na, hoffentlich wird das wenigstens mit vielen Bosskämpfen oder so ausgeglichen. Vor dem Epischen. Naja, jetzt sind wir jedenfalls angelangt. Es gibt kein Zurück mehr. Wir müssen da jetzt durch. Weil danach gibt es noch etwas Postgame zu betreiben. Ich möchte heute mal wissen, was da zusätzlich noch kommt, weil vielleicht haben sie sich dafür extra ein Postgame einfallen lassen, weil generell muss ich sagen, von Kingdom Hearts 3 bin ich jetzt nicht so extremst beeindruckt oder zumindest so, wie ich es erwartet hätte. Vielleicht ist es euch jetzt nicht so aufgefallen, aber ich, je mehr ich es spiele, ich habe immer noch nach wie vor ziemlich viel Spaß, aber gleichzeitig fühle ich auch, es könnte mehr sein. Naja, aber dazu später dann mehr... beim letzten Part, weil ich muss erstmal noch gucken, was noch kommt, weil es ist erstmals noch das Finale. Ich bin mal gespannt auf den Climax hier. Ob das noch irgendwas Zufriedenstellendes kommen wird. Aber, ich habe das Gefühl, an der Stelle kommt der nächste Boss. Ja, also es wird wahrscheinlich eine Reihe von Bosskämpfen sein, nehme ich mal an. Schon schade, dass man die Welt nicht erkunden kann, so wie es in damaligen... Kingdom Hearts Games noch der Fall war, besonders auch in der Schlüsselschwertfriedhof war auch in Birth by Sleep noch halbwegs erkundbar. Aber naja, was soll's. Okay, was geht denn hier ab? Da sind sie alle. Warten schon auf uns. Is everybody okay? Come on, let's go! Sarah! Ven! Sarah, we found you! Tara, please say you're in there. What gives, Aqua? I know that you're not him. Huh? Now let our friend go! He is their 13th! Today is the day you all lose. What? Before you even face the 13, every last one of you will be...
No! Donald! No! We're not free! This can't be real. Huh? Oh. Huh. Pull it together, Sora. We haven't lost them. They still have their hearts. But we have to protect them. Right! We stand together. Mickey, Kairi, Goofy, watch the others. No! We should all get to safety while we still can! It's too late for that. Ooh. They're gone. Kairi, Donald, Goofy, the King. Gone forever. What do we do? Without them, all my strength came from them. They gave me all of it. Alone? I'm worthless. We've lost. It's over. Sora, you don't believe that. I know you don't. Yeah!
checkmate. And so darkness prevails, and light expires. You need a new strategy. My move, isn't it? It's not over. Come on, that's not fair. I know I had you. Yes, you nearly did. But a game's no fun if you know where it's going. There's more to light than meets the eye. I told you. Some light comes from the past. Where am I? Ja, wie? Das ist doch der Anfang. Warum sind wir jetzt hier? Ach du Heiliger, was ist jetzt los? Ich kann nach wie vor kämpfen, aber was ist mit Sora passiert? Der sieht so durchsichtig aus. Was ist denn hier los? Gut, rennen wir mal weiter. Wir werden sehen, was dann passiert. Hello? The name's Chirithi, and this is the final world. I'm Sora. What's the final world? There's nothing else beyond this. You've wandered here more than once before on your visits to the Station of Awakening, but I let that slide. The edges of sleep and death touch, and one can't help the occasional crossover. Wait, death? Yes, the natural end for those whose hearts and bodies perish together. But some persist and arrive here. My heart and body perished? Does that mean... Something is holding you here, refusing to let you go. You're hanging by a thread. What about my friends? I'm afraid that no one else arrived with you. And if they're not here, they're either gone forever,
or they're clinging to the world you came from. I'm going back! Whoa, whoa! How exactly? You can't just wander out like your other visits. What? I told you. The other times you came here by your own choice. This time is very different. To become your old self again and return to the real world, you'll have to piece yourself back together in this world first. Ah! Why am I in pieces? What? No, not literally, of course. You're conceptually in pieces. On the inside, who knows? But on the outside, you're just fine. Oh, okay. You kind of freaked me out there. Oh, boy. Usually, only a heart can reach the final world. But since you've clearly managed to retain some kind of form, that can only mean your body was cast into this world as well. Okay, so then if I can find my body, that means I'll be able to go back? Precisely. But there's a lot of you to find. You're going to be busy. Ach du Heiliger. Sollen wir die Phantome an unser Sora wieder zusammen? Er ist also praktisch ein Geist mehr oder weniger. Einfach nur zu ihnen hingehen? Okay. Wie viele müsste ich da insgesamt sammeln? Schade, ich dachte, ich würde gegen Terra antreten, aber... Boah, was Donald da für ein Feuerzauber rausgelassen hat. Wo blieb diese Attacke während der... Oh, was ist das? Das hat mich doch an Dream Drop Distance, sowas ähnliches gab es schon. Und ja, der Kopf und ein Teil des Oberkörpers ist schon mal wieder hergestellt worden, aber da fehlt noch einiges. Aber wo liegt diese Technik im Verlauf des Spiels? Aber okay, dann wäre ein bisschen zu OP, oder? Und dieses kleine Kärchen stammt, glaube ich, aus den einen Smartphone oder Mobile Kingdom Hearts Game für Android und ich glaube auch für Apple Mobilgeräte. Ich glaube, Kingdom Hearts G hieß es. Habe ich mal probiert und bin auch eine Weile durchgekommen. Aber ich musste dann feststellen, als ich, ja, sagen wir es mal so, als ich dann das Handy gewechselt habe, war der Spielstand wieder fort. Und die einzige Möglichkeit, den Spielstand zu saven, ist, dass man sich auf Facebook anmeldet. Nee, ernsthaft, man braucht einen Facebook-Account? Und das geht nicht über Google, so wie bei Pokémon Go zum Beispiel? Pff, bei Google sind wirklich, mehr dran als bei Facebook. Dann das nutzen noch weniger Leute eigentlich. Zumindest bin ich der Ansicht. Weil ich nutze wirklich überhaupt kein Facebook, Twitter oder was auch immer. Was ist denn das für ein Mist? Ja, und seitdem habe ich das Spiel dann mit dem Spiel aufgehört. Vielleicht wäre es dann möglich gewesen, die Spieldaten auch zu transferieren, aber ich war schon so weit gekommen, dass ich jetzt keinen Bock mehr hatte, nochmal von vorne anzufangen, weshalb ich dann das Spiel komplett gelassen habe. Na gut, dann checken wir das mal aus. Was ist das hier? Scheiße. Und ja, es ist wirklich ein merkwürdiger Ort. Na, ganz große Klasse. Was ist das hier für ein Würfel? Oh, damit verändere ich den Ort hier? Damit drehe ich ja alles um. So. Dann müssen wir erstmal hier die herumkreisenden Teile dran, es sind schon mal 10.
Die beiden kommen on. Ich muss also jetzt hier nach wieder in so eine Schnitzeljagd machen. Ist klar. Das ist ja wirklich ein merkwürdiger Ort. Kann man hier eigentlich komplett runterfallen? Ich will es natürlich jetzt nicht probieren. Ja, das versuche ich ja die ganze Zeit. Ja, das Eingreifen bringt an sich hier nichts, wie es scheint. Ich dachte, durch die Schockfälle könnte ich da auch noch einige mit einsammeln, aber nö. Das ist damit nicht möglich. Alter, wie die hier in Gruppen rumrennen. Das kommt mir schon fast wie in einen Horrorfilm vor. Oder wie in einen Fantasiefilm wohl eher. Also wie in Fantasiefilm wohl eher. Das ist noch so eine Würfel. Mir kommt das aber auch eher so vor, wenn man das schon so sieht, als wären das ganze Render-Einstellungen von Sora. Wie in Renderform, gerade also während das Spiel noch in Entwicklung ist. Das ist aber an sich wirklich ein... Wie soll ich sagen? Das ist aber an sich schon ein bisschen clever gemacht, wenn das so beabsichtigt ist. Wieder verfehlt hier. Dass hier alle verschiedenen... Oh. Wie soll ich sagen? So, kommt da und... Ach, da kommt wieder einer. Verflixt, verfehlt. Okay, jetzt habe ich ihn. Endlich. Ich glaube, hier sind wirklich alle Render-Einstellungen von Sora enthalten. In diesem Spiel. Und die müssen wir alle einsammeln. Das an sich ist schon lustig gemacht, muss ich sagen. Ein bisschen fast schon clever. Damit kann man wieder alles verdrehen. Ach du Heiliger. Ich habe jetzt noch nicht mal die Hälfte hier zusammen. Was passiert, wenn ich hier runterfalle? Bin ich dann tot? Nee, dann komme ich da wieder zurück. Zum Glück, ey. Ich dachte schon, ich wäre gestorben, müsste dann wieder von vorne anfangen hier. Das wäre noch schöner. Na, kommt schon her. Ich weiß, dass da noch mehr sind. Nein? Okay. Das ist schon ein bisschen anstrengend hier, die ganzen Einzelteile von Sora hier zusammen versuchen zusammenzukriegen. Ich hoffe, da gibt es dann nicht nochmal sowas. Dass es nach diesen hier bereits alle Teile von Sora gewesen sind. So, jetzt haben wir schon mal 50. Und ich merke auch schon einen Unterschied, weil er ist so gut wie zusammengesetzt. Es fehlt nicht mehr viel. So. Komm mal her, du. Ich den immer verfehlen muss, weil ich da... Da manchmal die Steuerung ein bisschen schwierig... Also ein bisschen schwierig hier zu steuern ist das Ganze. Gut, 55. 56. Ja. Oh Gott, soll ich denn die alle einsammeln? Nee. Naja, ich müsste das Ganze mal verdrehen. Also nochmal herumdrehen, damit geht's einfach. Aber auf diese Art und Weise geht's natürlich auch. Ich muss das Ganze also nicht unbedingt, also die ganze Ort wieder, wie sagt man, verändern.
Ich kann ja praktisch auch an der Wand entlang laufen, wie man deutlich feststellen kann. Aber okay, ich glaube, da muss ich das wieder verändern. An der Stelle. Alter Schwede. Ja, und wie sie alle rumdancen hier bei der Welt aus Rapunzel. Moment, gibt es etwa mehr, als ich einsammeln muss? Ja. Oh, jetzt sind nur noch die Füße übrig, ey. Dann ist er wieder beisammen, hoffentlich. Ob man das dann wieder als Minispiel machen muss? Aber es sieht fast so aus, als gibt es ja mehr, als ich eigentlich einsammeln muss. Das kommt mir jedenfalls so vor. What the hell? Guckst du das an? Wow, 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 wow. Und auch hier kreisen sie rum. Ja, so kann man sie auch alle einsammeln, wenn man es ihnen nachmacht. Ganz easy. Na komm, hoch da. Alter Schwede. Das muss ich wieder umdrehen, weil so wird das nichts. What the? Ah, ich stürze ab! So, jetzt war Zeit, die restlichen einzusammeln. Es gibt auch wirklich mehr, als ich eigentlich einsammeln muss. Guck dir das einer an. Ja, deutlich mehr. Was ist das denn hier? Was geht denn hier ab? So, nur noch vier. Und dann war's das. Was ist mit den anderen hier? Zwei, come on. Und jetzt kommen den letzten endlich mal. Ja! Okay. Ja, auf jeden Fall. Nichts lieber als das. I see that you found them all. Yup. Then isn't it time that you left? Oh, thanks. What? I'm doing you a big favor here, you know. Don't push it. Hey, Chirithi, you still look like you, right? Would you like me to help you find your pieces? Oh, I don't work like that. So, like, you're waiting for someone to rescue you? Sort of. Well, tell me who. I'll find him. Huh? No. That's okay. He doesn't remember the past. Besides, I'm sure that he's much happier with his new friends. But I'll wait. He'll arrive here one day. Okay. I'll be back to visit you. What? You and me are friends now. Really? I've missed having friends. Well, see you around. And thanks. Huh? Could I get a hint how to save the others?
seriously? Are you a Keyblade wielder, or aren't you? Haven't you already learned how to restore someone's heart after it's been lost? Restore their hearts? Is that the same thing as the power of waking? I'm not sure, but give it a shot. No. This'll take all my heart. Okay. Look for the light in the darkness. May your heart be your guiding key. Sora, you don't believe that. I know you don't. This is Herc's world. Is Riku here? There's nobody here. Gee, I'm here. Jiminy! You're okay! Well, okay might be a stretch, but what are we waiting for? We need to find the others! Right! Okay, wow. Also, die Cutscenes wirklich teilweise echt zu lang. Jetzt nach den gefallenen Hütern des Lichts suchen.
Müssen wir doch jetzt wieder jede Welt hier praktisch durchmachen in einer abgeänderten Form? Na, da bin ich mal gespannt. Ich hoffe aber mal nicht, weil das wird es ein bisschen zu sehr herausstrecken. Die letzte Welt ist auch ohnehin ziemlich klein. Aber okay, passt schon. Aber das jetzt ab dem nächsten Part. Und wenn es gefallen wusste, Daumen nach oben und Kommentar auch nicht vergessen. Und dann sehen wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr dann wieder dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Euer Crushed48 geht hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Kingdom Hearts 3. Also Wiedersehen und Tschüss.